Hallo ihr Lieben, nach meiner Reise durch Indien, das waren immerhin 9000 Kilometer, bin ich schlussendlich in Thailand gelandet und war dort in verschiedenen Klöstern. Und seit dieser Zeit ist auch schon wieder ein Jahr vergangen. Ich habe mich jetzt im Oktober 2019 wieder auf den Weg gemacht, oder vielmehr November. Und ich bleibe jetzt erstmal vor allen Dingen in Bangkok, weil sich hier einfach unglaubliche Möglichkeiten bieten zur Selbstentwicklung an Orten wie diesen. Und ich will euch einfach mit diesem kurzen Post auf dem Laufenden halten. Ich habe ein halbes Jahr nach meiner Rückkehr aus Thailand dann in Berlin verbracht und mich viel mit mir selbst beschäftigt, mit meinem Projekt businessbuddhist.com. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie ich mich weiter finanziere. Ich wollte auch erst unbedingt wieder einen Job finden. Und ich kann euch daher wirklich nur empfehlen, an euch selbst zu glauben und eure Ressourcen für euch selber zu nutzen. Angespartes wirklich dafür zu nutzen, euch selber eine Veränderung zu machen. Und mit diesen Aufnahmen hier von einem Kloster, das ich euch noch in den Fußnoten verweisen werde, euch eine Auszeit zu nehmen, zu euch selbst zu finden, das ist das Einzige, worum es geht. Und es ist einfach ein herrlicher Ort. Buddha selbst hat sich immer nur in der Natur zurückgezogen und diese Rückwärtsbewegung wird uns auch alle noch einholen, glaube ich ganz stark. Ich möchte an dieser Stelle immer wieder betonen, Buddhismus ist keine Religion, ist auch kein vorgegebenes Wertesystem, es ist vielmehr eine Philosophie der Selbsterfahrung. Buddha selbst hat gesagt, glaubt an keinen Guru, nehmt euch die Lehre nicht einfach an, sondern erfahrt sie selber. Das ist eine Erfahrungswissenschaft mit den Meditationstechniken, mit dem Umgang mit sich selbst. Und eben, jeder muss für sich selber herausfinden, welchen Regeln er folgen möchte. Aber das grundsätzliche Konstrukt ist einfach umwerfend. Ich möchte dazu einen Ausblick geben. Ich möchte ein buddhistisches Manifest für digitale Nomaden schreiben und das im Frühjahr nächsten Jahres publizieren. Aber vorher, so kann ich euch sagen, werde ich meinen Film noch weiter editieren von meiner Reise in Indien. Das war ja vor allen Dingen eine Pilgerreise zu den Orten Buddhas. Ich war dort in verschiedenen Klöstern. So wie ein Vipassana Center beispielsweise. Das kennen wir auch in Deutschland. Und schlussendlich bin ich aber hier wieder in Thailand gelandet. Noch auf meiner letzten Reise. Das Lebensgefühl in Thailand ist durch die buddhistische Kultur unheimlich geprägt. Es gilt hier ein wesentlicher, liebevollerer Umgang. Es wird viel weniger gehupt als in Indien. Man nimmt sich viel mehr selbst zurück, wohl wissend, dass wir alle unheimlich gesteuert sind, auch von unserem Ego. Und diese grundsätzliche Anschauung, die ist einfach unheimlich wertvoll. Ja, ich wollte euch also kurz einen Rückblick geben von meiner Reise. Dieses Jahr im April bin ich zurückgekommen. Die Zeit in Berlin war sehr bewegend. Ich habe dann keine Arbeit gesucht, sondern mich selber weiter um mich und meine Projekte gekümmert, auch als Künstler. Dabei haben mich viele Menschen sehr unterstützt und da bin ich sehr dankbar drum. Und jetzt, es war der November, bin ich wieder nach Thailand und ganz bewusst auch erstmal nur in Bangkok geblieben, weil einfach die Möglichkeiten hier enorm sind, sich zurückzuziehen. Und ja, ich nutze das hier für mich erstmal als Auszeit, um meine Arbeiten zu erledigen und dann meinen Weg weiterzugehen. Und
Ganz wichtig ist einfach, dass ihr da an euch selber glaubt. Diese eigene Zuversicht ist unheimlich wichtig. Wir haben alle Fehler, irgendwelche Macken. Ich erzähle euch gerne in privaten Gesprächen auch Details über meinen Weg. Aber es spielt überhaupt gar keine Rolle. Jeder hat irgendwie sein Ding und das ist auf gar keinen Fall eine Banalisierung. Es ist tatsächlich so, dass wir alle irgendwie mit uns am Werkeln sind. Und das geht eben nicht mit irgendwelchen Facebook-Posts. Das geht nicht mit unserer Patchwork-Philosophie. Es muss irgendwo einen Anfang finden. Und der Buddhismus ist nun sehr vielschichtig. Es gibt den Zen-Buddhismus, den Theravada-Buddhismus, der hier vor allen Dingen in Thailand zu finden ist, und den tibetischen Buddhismus, den wir vor allen Dingen im Westen wahrnehmen. Aber sie sind alle irgendwo eins. Man kann sich da ausprobieren. Aber das Wichtige ist, dass gerade Klöster hier wie dieses einfach Inseln sind und überhaupt nichts von einem wollen. Es gibt hier gewisse Grundregeln, die einfach das klösterliche Zusammenleben ermöglichen. Und es ist jedem selbst überlassen, wie er seinen Weg zu gehen hat. Also ich schicke euch erstmal alles Liebe aus Bangkok. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf bald.